Wer seid ihr und wo seid ihr hier? Ja, wir sind Bündnis 5. Mai im Politikus. Wir sind hier in Hamburger Rathaus. Und warum seid ihr gerade heute hier? Wir sind eingeladen worden von der Frau Dr. Katharina Fegebank zu einem Einladungsgespräch. Und was erhoffst du dir von dem Gespräch mit Frau Fegebank? Ich erhoffe mir, sie als Unterstützerin für unser Projekt zu gewinnen oder sie zu sensibilisieren für den Alltag von Behinderten. Meine erste Frage an Sie wäre, es sind ja sehr, sehr viele Forderungen in dem Beteiligungsverfahren eingegangen. Was passiert mit diesen Forderungen im Landesaktionsplan? Wo sehen Sie die Inklusion von Menschen mit komplexen Behinderungen in 5 Jahren in Hamburg? Den Entwurf, der kommt von mir. Sehr gut. Ein Künstler. Genau. Sehr gut. Das habe ich mir heute auch gedacht. Es war nicht unbedingt erfolgreich, aber Künstler. Ja, ich bin Katharina Fegebank. Ich bin seit 2015 zweite Bürgermeisterin. Ich wünsche mir sehr und auch das Gespräch heute macht mir da viel, viel Hoffnung, dass Menschen mit Behinderung viel präsenter sind noch in der Stadt und dass sie auch ihre Stimme sehr laut erheben. Und so eine Aktion ist da super toll, weil es uns zeigt, dass es sie gibt und dass sie sich für ihre Anliegen und für ihre Themen stark machen und dass sie da, wo sie sagen, das klappt noch nicht gut in der Stadt, dass sie da auch sagen, das muss sich verändern. Und das wünsche ich mir eigentlich noch viel mehr. Dass nicht nur Leute wie ich oder andere Politiker, dass die alle merken, sie sind da und sie haben ihre Rechte. Und diese Rechte müssen aber auch gelebt werden. Und dafür müssen wir uns alle bewegen. Also, sie sind genau richtig, wie sie sind. Aber die Stadt muss sich noch ein bisschen verändern an ganz vielen Stellen. Wie war das Gespräch mit Frau Fegebank für dich? Sehr schön. Sie war sehr entspannt. Ihre Aufmerksamkeit auf die Barrierefreiheit ist durch ihre Zwillingsmutterschaft geprägt. Und dadurch war sie auch eine Expertin in unfreiwilliger Sache. Das Gute ist, dass sie eingesehen hat, dass es noch viele Kopfbarrieren gibt, dass man daran noch arbeiten muss und dass sie gerne mit uns in Fokus bleiben möchte. Ich wünsche mir, dass Menschen mit Behinderungen sichtbar sind, dass sie stark und selbstbewusst ihre Rechte vertreten und auch einfordern. Und deshalb freue ich mich so sehr, heute ein ganz tolles Gespräch gehabt zu haben. Und ich will allen Mut aussprechen, zu sagen, wir sind hier und wir sind da und wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und das hier in Hamburg auf jeden Fall. Es geht um das Motto, Menschen mit Behinderung geht und uns gar nichts, nur mit uns. Okay. Wir wollen überall gesehen werden und mitreden müssen wir auch. Okay.